Und damit herzlich willkommen zurück zu Ranch Simulator. In der heutigen Folge, da wollen wir was für die Hunde tun. Es geht einfach nicht mehr. Die sitzen dauernd in der Nässe draußen, wenn es nachts regnet. Die brauchen irgendetwas, naja, wo die sich runterstellen können, wo die drunter liegen können. Deswegen habe ich mir gedacht, ich baue denen sowas Ähnliches wie bei den Pferden. Was ganz Simples, einfach nur so ein Boden, ein bisschen Dach drüber. Finito. So, jetzt muss ich mal gucken. Gibt es auch einfach nur normalen Boden? Holzboden? Achso. Ich bauen. Muss immer. So sein, okay. Ja, wir machen es mal so. Ich teste es mal ganz kurz. An. Zack, 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 zack. Schön schräg gebaut. Hast ja toll gemacht. Ach. Nicht, dass ich hier. Bam, bam, bam. Ja, das passt schon. Du stehst im Weg. So, das hier drüben kommt weg. Wie groß mache ich es? Frage. Wuff, wuff. Und wuff, wuff. So? Kleiner, oder? Brauchst nicht so groß. Nur drei Hunde. Okay, hier war das noch. Ich habe, glaube ich, hier in diesem. Heunentoren. Hab ich das doch genommen, ne? War das? Das nicht hier? Das hier? Was hier mit? Warum ist das Buch so hell? Mich hier gerade konzentrieren. Was hier oben mit dabei? Ja, tatsächlich, da ist es. So, bam, 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 bam. Hier irgendwie diese Böden oben reinziehen. Uff. Das war dumm. Weg mit dir. Ja, muss ich da jetzt noch zwingen, so ein Dach wie bei denen da drauf machen? Würde das aussehen? Ach so, die wollen ja eine Lücke da drin haben. Jawohl, geht eigentlich auch so. Wer hat denn gesagt, dass das hier immer alles so sein muss wie bei denen hier? Nö. Machen das einfach so. Dann haben die auf einer Seite das mit drauf, der anderen nicht. Na? Ich hol mal ein Rasenmäher. Machen wir das Gras weg. Ich weiß doch schon, das wächst dann durch den Boden durch. Bin gleich wieder da. Ich hol mal den Rasenmäher.
Der neue Canyonero. Jo. Richtig schnell unterwegs. Hier kann ich mir gleich mal ein bisschen wegmähen. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was dieses Laggen verursacht. Also diese doch erkenntlichen Performance-Probleme gibt. Nein! Hab ich ihn erwischt? Mal sehen. Ich habe ihn eine mit dem Tor verpasst, aber er ist rausgerannt. Den hole ich mir noch. Den hole ich mir noch. Dass diese Hunde so dermaßen darauf bestehen, hier das Ding zu verlassen, das ist furchtbar. Ich habe ihm eine mit dem Tor verpasst, das weiß ich. Er hat Buff gemacht. Ihr beiden seid hier, aber wo ist der Dackel hin? Dann habe ich volle Kanne eine mit Tor gescheuert. Dann ist er ja einmal über den Hof geschlittert oder was? Dann, wenn ich den finde. Könnte der nur sein? Ich meine, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Habe ich ihn etwa in eine andere Dimension geschleudert? Ja, miau, ist klar. Habt ihr den Dackel gesehen? Ups. Zack. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz ich brauche. Ist ja eigentlich nicht so viel zu bauen. Mal sehen, ob das reicht. Steht schon der nächste Wartende. Zack. Zack. Komisch. Egal. Ta-ta. So. Da, bla. War nicht annähernd genügend Holz. Da hinten ist er. Habe ihn entdeckt. So. Kommst jetzt mit. Das kann nicht sein. Achso, welche Farbe habe ich denn da drüben gewählt? Dunkelbraun. Hellausbraun von Böden und schwarz obendrauf.
Dann mache ich es wie bei der Scheune. Schwierige Frage. Uff. Uff. Miau. Feister kleiner Dackel, du. Ach. Stehe mir dauernd im Weg. Nö. So. Der ist doch die gleiche Farbe, oder? Auch für die Böden. So helles Braun, das ist so rötlich. Psst. Wir konzentrieren. Hier wie bei der Scheune. Hey Dackel. Dackel. Jetzt sitze ich fest. Dieser Hund. Ja, ich sitze hier gerade in der Ecke fest. Sorry dafür, aber der Dackel blockiert mich. Meine Güte. Der erzwingt hier seine Streicheleinheiten. Schwarz oben, dunkelrot. Ich glaube, ich bleibe mit der Kombo hier. Dann kaufe ich halt nochmal das andere. Ne. Dackel? Bist ein Störenfried. Ein absoluter Störenfried. Du wirst dort gleich wieder abgesetzt. Sobald ich da drinnen bin, wirst du dort wieder abgesetzt. Es war alles für den Dackel, alles für den Club, aber du stehst im Weg. Ja. Ich kann nicht an ihm vorbei. Tam-tam. Da. Da. Jetzt habe ich es angemalt wegen dir. Schön gemacht, wirklich. Ja. Bin unheimlich stolz. Da. Jo, das war's schon wieder. Ah, wir gehen noch mal nachgucken.
Holz nehmen wir mit. So, jetzt versuchen hier bitte keine Tiere zu flüchten oder sonstiges. Es ist hellbraun. Hellbraun habe ich hier für. Aha. Alles hellbraun drin und unten. Okay. Okay. Sorry. Aha. Ja, das könnte ich noch gebrauchen. Wo ging das hin? Und Weiß muss ich ja mitnehmen. Ganz ruhig sein, ja? Hier konzentrieren. Leiter nehmen wir auch gleich mal mit. Wenn wir schon mal dort sind. Schäppeln wir auch ein paar Eier. Das füllt sich mir zu schnell. Ach, ich verschärfe noch einmal. Ist doch egal. Ich ist doch egal. Hauptsache ein paar Eier weg. Jo, jo, Passrolle. Läuft. Zum Glück gibt es hier kein Schadensmodell. Ja, ich bin vorsichtshalber mal außen rumgefahren, ich gebe es zu. Ich hatte keinen Bock, jetzt wieder den Abhang nach unten zu stürzen. Wildfleisch, Schwein. Oh, Wildfleisch, stimmt, ja, hatte ich noch dabei. Alles verkaufen. Also weg. Und da hier rein, hol mir Farbe, mal lieber das hier, ja, oh, Farbe hergestellt, schön, reicht das? Ja, es sollte reichen. Ein Topf sollte reichen, denke ich. Vielleicht noch das Achievement für Farbe erhalten. Schön. Platz dafür, Willi. Ich weiß, dass es nicht das helle Braun ist, aber ich dachte, so hell war es jetzt auch nicht. Wie das, was hier angegeben war. Der Mais wächst gut. Der Mais wächst gut.
Zack. So. Okay, hier habe ich noch einmal. Reicht doch nicht. Das reicht doch nicht. Mist aber auch. So, hier passt das schon so. Wir verändern das mal noch ein bisschen was, okay? Wo ich die Farbe für den Rest hole, kann ich dich hier umstellen? Aufheben. Ja, da wird euer Futter nicht mehr nass. Kann ich dich eigentlich auch umstellen? Nein. Ups. Ja, sieht alles nicht so hübsch aus. Alles so leicht schräg. Aber es erfüllt seinen Zweck. Euer Futter ist im Trocknen. Und ihr könntet rein theoretisch hier rüberkommen und es euch abholen. Ja, warte mal ganz kurz. Überlegung macht sich breit. Wo war das? Kann ich hier, ich möchte das nur mal ausprobieren. Warum habe ich diese Ansicht? Nein. Tabla. Ich möchte es nur mal ausprobieren. Farben kommen hier schon mal wieder hin. Körbchen auch. Warte mal. Wenn ihr gerade Eier gelegt habt, kaufe ich die doch. Dann ist das Körbchen nämlich voll. Mehr Eier. Nee, passt nicht mehr rein. Da, ne? Klappleiter mitgenommen. Einmal das. So, jetzt aber hier. Fersengeld. Hat alles viel zu lange gedauert.
das werde ich verkacken. Hab ich gesagt. Na, und hier lang. Ist super laut. Das Gewitter ist unheimlich laut. So, alles verkaufen. Dankeschön. Sehe ja kaum, wo ich langlaufe. So finster ist das. Vroom, vroom. Vor allem, es ist 20 und es ist stockduster. Ich fahre euch jetzt alle um, weil ich nichts sehe. Das ist mein gutes Recht. Ich darf dann andere Autofahrer einfach umfahren, weil ich nichts sehe. Einmal kaufen. Da. Vroom, vroom. Na, kriegst du die Kurve noch? Ja. Bei der einen Sache bin ich mir nicht sicher, ich möchte es nur mal ausprobieren. Ach Mist, es braucht auch noch mehr. Hier so in der Mitte. Mehr schlecht als recht, aber okay. Dann jetzt ist es hier wieder. Jetzt meine Taschenlampe an in meinem Fahrzeug. Schön. Einmal Holz noch. Einmal Metall. Das laufe ich jetzt. Das laufe ich jetzt ab. Noch das Metall. Ah, das reicht. Schon kurze Überlegung, so, oh Mist, hoffentlich ist es genug, aber es reicht. Ah, da hinten habe ich oben noch Farbe vergessen, aber egal. Kann ich ja noch anbringen. Schlauer Hund. Der erste schlaue Hund hier. So, jetzt muss ich mal testen, klappt das? Nein, das klappt natürlich nicht. Brauche ich das auch nicht. Aber ich hatte gehofft, ich könnte das da drinnen stapeln, aber... Nein. Will das Spiel nicht. Mach mal Licht an hier. Okay. Ja, jetzt haben sie einen Bereich.
wo sie schlafen könnten, wenn sie auch Hütten nicht wollen, wo es trocken ist. Ich hoffe, sie nutzen es. Ich gehe noch schnell die Tiere ab, guck nach Futter und Getränken, bringe den ganzen Stuff wieder an seinen Platz zurück, mache noch die Kacke runter und dann war's das. Ich meine, es ist 10:30, was erwartet ihr? Hof. Werde versorgt. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Hat doch was. Na, ein bisschen Licht auch, dass sie nicht so ganz im Dunkeln sitzen. Man sollte dem Tier immer so eine gewisse Lichtquelle auch geben. Na? Ganz in der Dunkelheit muss niemand liegen. Ein bisschen wenigstens. So. Schade, dass das nicht geklappt hat mit dem Wassertrog. Ach, das wär's gewesen. So. Warte mal, hier mache ich gleich mal die Futter runter, wenn ich schon mal hier bin. Achso, die haben noch genug. Ist aber ungewöhnlich. Das ist doch recht ungewöhnlich, dass sie gar nichts gefressen haben. Oh. Sehr merkwürdig. Kann ich jede Kacke wegmachen, aber so muss ich gerade mal erspähe. Siehst du? Das ist schön. Ist schon viel sauberer. So. Bam, bam. Die Decke ist mir immer weg. Kann ich die Kacke nicht anvisieren? Der ollen Decke. So. Von euch weggemacht. Ah, ihr habt schon ordentlich gefressen. Aber ich hatte ja geringe Einnahmen, also. Das gleicht sich schon alles aus. Gut. Einen Farbtopf da hinten noch holen. Farbe wegstellen. Und dann ist es geritzt. Hat was. Doch, hat was. Vor allem hier so mit dem Licht, das passt schon. Das gefällt mir. So. Aber zurück in die Abstellkammer. Aber alle Katzen schlafen. Na, braun dahin. Dahin. Grau oder das ist das helle Grau? Eben kommt das Dunkle. Das ist eher schon schwarzer. Dem ich sehr viel habe, wie ich persönlich meine. Okay. Passt schon. Ah, hier hat jemand hingeknutzelt. Okay. Okay. Sehr schön. Nur diese weißen Sprudel in der Luft habe, keine Ahnung. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen, reingehauen. Tüdelü.